Seit 54 Jahren ist das Gewichtheben die große Leidenschaft von Walter Schüssler. Über das Bankdrücken bei der Bundeswehr kommt der heute 80-Jährige zu dem Sport, der ihn seither fasziniert. Spaß macht vor allen Dingen, weil man was zeigen kann. Man ist ein eigener Sportler für sich. Man hat Kenner, wo man dagegen kämpfen muss. Man muss sich mit selber. Und was mir halt sehr viel Spaß macht, weil man viele Leute kennenlernt. Schon früh lernt Schüssler seinen Trainer kennen. Werner Rapp ist seit den ersten Versuchen im Stoßen und Reißen an Schüsslers Seite. Noch heute stehen beide dreimal in der Woche gemeinsam in der Trainingshalle. Der Coach schätzt vor allem zwei Eigenschaften seines Schützlings. Er hat schon immer die Kraft ausgemacht und Selbstvertrauen. Er hat immer, wenn es gelaufen ist, dann ist er dran und wenn nicht, hat er ein bisschen zurückgesteckt. Und was auch richtig ist, nicht? Man kann nicht immer den Körper nur fordern. Im Mai hat sich Schüssler seinen 10. Titel bei einer Europameisterschaft in seiner Alters- und Gewichtsklasse gesichert. Darüber hinaus hat der 80-Jährige unter anderem 5 WM-Titel und 2-mal Gold bei Masters Games gewonnen. Erfolge, die in seinen Anfängen so nicht unbedingt zu erwarten waren. Nicht, oh lieber Gott, ich war steif wie ein Kuchen. Ich habe mich gar nicht bewegen können, wenn ich dann irgendwann stoße, dann haben die immer gelacht über mich und haben gesagt, ach komm da, der mit dem altdeutschen Schritt, ich bin so schräg aneinander gesprungen. Aber Kraft habe ich gehabt, das war's. Stark war ich, aber beweglich nicht. Neben den vielen Erfolgen muss Schüssler aber auch einige Rückschläge einstecken. Verletzungen in beiden Schultern, ein Bruch des Sprunggelenks und ein Bandscheibenvorfall haben ihn jeweils zurückgeworfen. Doch Schüssler ist ehrgeizig und hat sich immer wieder zurückgekämpft. Da muss man durch. Wo ich das Sprunggelenk gebrochen habe, hat der Doktor zu mir gesagt, ja, ich kann da was sagen, Sport machen. Der Körper sagt dir, ob du es machen darfst oder nicht. Und dann habe ich es gemacht und dann habe ich nach 2 Jahren habe ich 180 Kilo in die Beine gemacht. Dann hat er zu mir gesagt, du bist verrückt. Dann hat er zu mir gesagt, ja, du hast doch gesagt, soll ich es machen. Schüssler hat eine positive Einstellung und gibt alles für seinen geliebten Kraftsport. Das ist dann auch Mitte August wieder der Fall, wenn in Polen die Weltmeisterschaft beginnt. Sein Trainer hofft auf eine neue Bestleistung. Da hoffe ich, dass er ein neuer deutscher Rekord macht. Im Reisen und im Stoßen. Und das ist möglich bei ihm, wirklich. Das sportliche Ziel ist das eine. Für Schüssler ist es bei dem Wettkampf aber mindestens genauso wichtig, seine Weggefährten zu treffen. Weil Franzose, der Ende sagt immer, oh, Monsieur, schieße leer. Das sind so Sachen, wo man sich dann freut. Nicht? Und dies auch, wenn man sich wieder sieht, man sieht es jetzt wieder in Polen. Und da freut man sich, wenn man seine alten Kollegen wieder sieht, dass sie noch fit sind, dass sie noch mitmachen. Genau wie Walter Schüssler selbst, der die Gewichte noch viele weitere Jahre in die Höhe stemmen will.